Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es wieder ums Lasern. Und zwar habe ich hier einen Two Trees Laser, den neuesten TTS 20 Pro mit 20 Watt. Und was das Teil so drauf hat, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Ja, von Two Trees kommen immer wieder neue Laser und auch 3D-Drucker auf den Markt. Auch jetzt geht es im neuen Jahr damit logischerweise weiter. Jetzt habe ich für euch hier das neueste TTS 20 Pro Modell mit einem 20 Watt Lasermodul. Die Auflösung beträgt bei diesem Modul 0,08 mal 0,08 mm. Wir können mit 30.000 mm pro Minute den Laserkopf bewegen. Also das Gerät ist auch sehr, sehr schnell. Kann über USB und Wi-Fi angeschlossen werden. Die Gravurfläche ist 418 mal 418 mm. Also eigentlich auch ausreichend groß. Was toll ist, ist, dass der Laser so gut wie komplett vormontiert ist. Ich hole den jetzt erstmal aus der Verpackung raus. So, ausgepackt sieht das Ganze so aus. Two Trees hat euch dann hier auch noch einiges mit dazu spendiert, zum Beispiel einen Honeycomb. Der ist sehr, sehr wichtig, wenn ihr mit dem Laser schneiden wollt. Ja, und auch ein Air Assist ist hier gleich mit integriert, beziehungsweise gleich mit dabei in Form dieser Luftpumpe, die ihr dann hier hinten drüber über diesen Drehregler auch steuern könnt. Netzteile sind noch mit dabei, logischerweise. Das Einzige, was ihr jetzt hier noch machen müsst beim Aufbau, ist einmal den Laserkopf hier installieren. Der wird einfach nur draufgeschoben und mit dieser Schraube hier dann festgemacht und oben mit dem Kabel einmal verbunden, was dann hier letztendlich dran ist. So sieht das Ganze aus. Kriegt, denke ich mal, jeder hin. Dann müssen wir natürlich die Stromkabel noch miteinander verbinden. Das heißt, das Netzteil anschließen und dann müssten wir hier vorne noch, wenn wir das wollen, das Ganze hier vorne einmal dran montieren. Da müssen zwei Schrauben dann einmal rein. Wie das alles geht, steht dann auch in der Bedienungsanleitung drin. Und dann haben wir hier alles, was wir an Werkzeug etc. brauchen, dann hier noch mit dabei. Schläuche sind auch mit dabei fürs Air Assist, denn wir müssen natürlich von der Pumpe bis hin zum Lasermodul dann auch unser Air Assist nutzen. Das heißt, wir haben hier oben so einen kleinen Anschluss mit dran, da kommt dann der Schlauch dann drauf. Air Assist ist natürlich auch immer sehr, sehr sinnvoll, wenn man sowas nutzt, aber ist meistens bei diesen Laserklassen 22 Watt, 20 Watt und höher dann meistens auch gleich mit dabei. Wir werden das gleich mal ausprobieren. Ich baue den jetzt erstmal komplett auf und dann melde ich mich gleich wieder und dann lasern wir mal was. Ja, so sieht das Gerät dann aufgebaut aus. Ist also kein Problem, das aufzubauen mit diesen paar Handgriffen, wie ich euch schon vorher geschildert habe. Es ist auf der Speicherkarte, die mitgeliefert ist, auch noch ein Video mit drauf, wie das Ganze aufgebaut wird, falls es dabei Probleme geben könnte. Ja, ansonsten müssen wir jetzt natürlich unseren Laser fokussieren. Ich habe jetzt mal einen alten Honeycomb genommen, macht jetzt keinen Sinn, da einen neuen noch einzusauen. Ein bisschen traurig finde ich, dass das Air Assist hier nicht über die Platine gesteuert wird. Das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, aber so könnt ihr das dann eben fein dosieren, so wie ihr das haben möchtet. Und letztendlich müsstet ihr ja bei Lightburn dann auch einen Schalter dafür umlegen, um das Gerät dann einzuschalten. Ist halt ein bisschen einfacher bei größeren Projekten, wo man einmal mit, einmal ohne Air Assist dann lasert. Dann braucht man das nicht immer manuell dazuschalten. Also da muss auf jeden Fall Two Trees nochmal etwas nacharbeiten. Ansonsten auch bei der Kabelführung bzw. Schlauchführung. Das ist noch nicht so ideal, aber es funktioniert zumindest, aber sieht natürlich ein bisschen merkwürdig aus, dass wir hier jetzt so einen großen Bogen mit drauf haben. Um das Ganze zu fokussieren, liegt hier noch so eine kleine Platte mit dabei und da seht ihr dann die Dicke des Materials. Geht darum, wenn das geschnitten wird, müsste dann halt das Material hingelegt werden, dann dieses Plättchen hingelegt werden und dann müsste dieses Lasermodul auf das Plättchen, auf die entsprechende Höhe dann abgesenkt werden. Das geschieht, indem ihr hinten einfach diese eine kleine Schraube löst und dann könnt ihr das hoch und runter bewegen. Ja, auf der Speicherkarte ist jetzt nicht viel drauf. Da ist einfach nur, einmal diese Videos sind damit drauf, dann ein Benutzerhandbuch ist mit drauf, ein Testfile ist mit drauf, Laser GRBL ist mit drauf in der kostenlosen Version und Lightburn, was ihr dann einen Monat dann kostenlos nutzen könnt. Ansonsten ist da nicht viel drauf. So, natürlich müssen wir den Laser jetzt noch mit Lightburn koppeln. Das geschieht, indem ihr hier unten auf Geräte einmal draufklickt, dann sagt, das Ganze manuell erstellen. Ihr nehmt Laser GRBL bzw. GRBL-Steuerung, dann Serie USB-Bus antippen. Hier oben könnt ihr dem Laser dann einen Namen geben. Ich nenne den jetzt Two Trees TTS 20. Und hier unten noch die Gravurfläche. Das ist in diesem Fall 400 mal 400.
auf Next klicken. Dann können wir angeben, dass der Laser beim Starten der Software hier vorne links in diese Position fährt. Und wir können noch sagen, er soll das jedes Mal machen, wenn wir die Software starten. Das machen wir jetzt. Und schon ist unser Laser hier in Lightburn angelegt. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, fährt der Laser dann nach vorne in die Ausgangsposition. So, jetzt wollen wir mal was lasern. So, Material habe ich schon einmal untergelegt und das Ganze mit Hilfe dieser Platte dann fokussiert. Ich habe auch meine Absaugung schon mal parat gestellt. Die geht dann nach draußen, wird dann oben hin abgesaugt. Ich habe dazu ein Video gemacht, das verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Ansonsten könntet ihr euch so einen Fume-Absorber kaufen, ihr könntet einen Luftwäscher kaufen oder ihr könntet euch so einen Rauchabsauger kaufen. Ich verlinke euch diese drei Teile auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann aussuchen, was für euch am besten ist. Das allerbeste ist natürlich, wenn ihr euch eine Absaugung macht, die das Ganze dann nach außen führt, denn es entstehen natürlich sehr viele Rauchgase dabei und die sollten natürlich nicht in den Räumen bleiben, deswegen auf jeden Fall gucken, wie ihr da irgendwie mit zurechtkommt. Ja, ansonsten werde ich jetzt hier einmal ein Bild lasern und zwar eins, was sehr filigran ist, so kann man solche Laser natürlich testen. Ich habe hier 10.000er Schrittgeschwindigkeit und 100% Leistung angegeben, das Ganze ohne Air Assist wird das Ganze gelasert und dann wollen wir mal gucken, wie hier unser Ergebnis ist. Ich habe jetzt hier MDF-Platte, spielt jetzt keine Rolle, wie dick die ist. Wir wollen ja nur eine Gravur damit einmal starten. Ja, und natürlich empfiehlt es sich immer dabei auch eine Brille zu tragen. Eine Schutzbrille ist ja mit dabei. Ihr könntet euch natürlich auch eine bessere kaufen. Gerade wenn es ums Augenlicht geht, sollte man ja nicht spaßen mit so etwas. Das heißt, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung auch mal eine bisschen bessere Brille. Die liegt so zwischen 30 und 40 Euro. Aber vielleicht sollte man das im Angesicht der Gesundheit dann auf jeden Fall nochmal investieren. Denn wenn da irgendwie mal ein Querschläger kommt oder ihr da reinguckt, auch wenn der Laser jetzt hier abgeschirmt scheint, ist das natürlich mehr als tragisch, wenn da irgendwas passieren würde. So Leute, jetzt schaut euch hier mal an, das Ergebnis, das kann sich wirklich sehen lassen und das bei so einer hohen Schrittgeschwindigkeit. Das hat jetzt nur ein paar Minuten gedauert zu lasern und wenn man sich jetzt vorstellt, ihr macht euer Frühstücksbrettchen damit oder sowas, also mit so einem 20 Watt Laser seid ihr natürlich wesentlich besser bestückt als mit einem 5er oder mit einem 10er, das sollte klar sein, weil einfach wirklich schnellere Schrittfolgen, Schrittgeschwindigkeiten hier möglich sind. Und trotzdem haben wir hier absolute Filigranität. Das ist also wirklich sehr, sehr berauschend, was uns die Technik heutzutage so bietet. Ja, dann wollen wir uns gleich nochmal den Unterschied zwischen Air Assist und Nicht-Air Assist anschauen. Ich werde jetzt hier einmal ein Quadrat auslasern. Bin jetzt auf Schrittgeschwindigkeit 600 bei 100% Leistung. Mal gucken, was da mal jetzt rauskommt. Das ist jetzt, wie gesagt, ohne Air Assist. Ein bisschen Air ist natürlich immer mit drin, da hier der Ventilator natürlich auch nach unten gesteuert ist. Und da seht ihr im Hintergrund, wie jetzt hier tatsächlich Rauchgase abgesaugt werden. So, das ist jetzt mein Ergebnis ohne Air Assist. Jetzt schalte ich hier einmal Air Assist ein. Machen wir gleich mal volle Pulle. Und dann lasern wir daneben nochmal mit Air Assist. Man hört auf jeden Fall schon mal den Unterschied. Und da seht ihr, hinten auch wieder die Rauchgase wegfliegen. Ja, und das geht jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Allerdings hat es nicht gereicht, um durchzuschneiden. Aber ich denke, man sieht hier die Unterschiede. Links deutlich mehr Schmauchspuren, rechts deutlich tiefer im Material drin. Ne, das muss man wirklich auch sagen. Hier ist er nicht ganz durchgekommen, hier auch nicht. Allerdings haben wir hier deutlich tieferen Schnitt gemacht. Ich werde das jetzt nochmal auf 300 stellen, mal gucken, was dabei rauskommt. So, jetzt schneidet der Laser auch durch. Wie gesagt, das ist 4 mm MDF-Platte. Das ist wirklich harter Tobak für solche Laser. Egal, ob die 40 Watt, 5 Watt, 10 Watt oder 20 Watt haben. Aber hier sieht man den Unterschied, glaube ich, ganz, ganz deutlich. Unten habe ich schon mal mit Air Assist jetzt gelasert, oben ohne Air Assist. Und dann wollen wir uns gleich mal angucken, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Ich schiebe den Laser jetzt einmal hier höher. Da sieht man das ganz deutlich. Wir haben hier extreme Schmauchspuren. Kann gewollt sein, wenn wir irgendwie Weihnachtsdeko oder sowas machen, wenn wir was an den Baum hängen wollen oder so. Da sieht das vielleicht auch ganz gut aus. Ansonsten wollen wir natürlich eher solche Ergebnisse hier haben, dass das eben hier sauber ausgeschnitten ist. Und das ist es jetzt hier. Ich habe jetzt mit 350er Schrittgeschwindigkeit geschnitten. Beides ist ausgeschnitten.
Von hinten sieht das alles super sauber aus. Das liegt dann eben daran, dass wir einen Honeycomb verwenden, dass die Rauchgase sich nicht unten am Holz dann irgendwie sammeln können, sondern dann auch weggedrückt werden und dann entsprechend auch abgesaugt werden. Ja, da müsst ihr selber entscheiden, ob ihr Air Assist nutzen wollt oder ob ihr das nicht nutzen wollt. Die Unterschiede sind hier auf jeden Fall klar zu erkennen. Air Assist ist mit dabei, also braucht ihr keine weiteren Investitionen tätigen. Ist eine ganz tolle Geschichte von Two Trees. Ja, wo wir gerade MDF-Platten geschnitten, gecuttert haben, solche Dinger sind natürlich auch möglich, halt solche 3D-Modelle, die gibt es, fertig drunter zu laden. Teilweise muss man die bezahlen, teilweise sind die gratis. Und dann schneidet ihr euch diese kleinen Teilchen hier aus. Das dauert, wie gesagt, bei MDF ein bisschen, auch mit 20 Watt. Aber dann erhaltet ihr halt solche Ergebnisse. Ihr könnt natürlich sowas auch selber herstellen über 3D-Programme etc. und könntet dann halt solche 3D-Modelle, jetzt in dem Fall hier Star Wars angelehnt, aber ansonsten eben auch von mir aus Pferde oder irgendwelche Burgen oder gibt es alles dann herunterzuladen und da könnt ihr euch dann wirklich richtig kreativ dran austoben. So, ihr könnt natürlich auch ganz filigrane Dinge damit lasern, zum Beispiel auf Papier könnt ihr oder aus Papier könnt ihr etwas ausschneiden, das mache ich jetzt mal. Schrittgeschwindigkeit 15.000 bei 100% Leistung. Nach Möglichkeit solltet ihr das Papier sogar befestigen, denn es kann sein, dass das Ganze natürlich durch den Laser hochgewirbelt wird. Das Papier sollte auch trocken sein, damit es sich nicht irgendwie aufwellt oder so. Und dann könnt ihr damit tatsächlich Laserschnitt machen. Und damit könnt ihr dann, war ja gerade Valentinstag oder ist vielleicht noch, je nachdem wann das Video jetzt hier kommt, könnt ihr dann Herzen auslasern oder Karten erstellen oder sowas kann man dann natürlich alles machen. Ihr könnt natürlich auch mit beschriften, ihr müsst natürlich dann nur die Intensität runterstellen, dann wird beschriftet statt ausgeschnitten. So, dann schaut euch hier mal das Ergebnis an, das ist also sehr, sehr filigran, das ist auch nicht irgendwo verbrannt oder so, sondern ist ganz sauber, als wenn ihr das mit der Schere ausgeschnitten hättet, allerdings natürlich ist das in so einer Zeit, wie das der Laser hier macht, mit der Schere überhaupt nicht möglich. Ihr könnt natürlich auch Formen machen oder Vorlagen machen, wie hier das so ist, dann könntet ihr zum Beispiel eine Torte machen, das drüberlegen und dann mit Kakao bestreuen. Dann habt ihr hier quasi eine fertige Schablone für so etwas. Oder wenn ihr Kaffee nehmt oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wird euch da sicherlich was einfallen. Ich kann euch hier nur ein paar Ideen mit an die Hand geben. Natürlich könnt ihr auch Dinge lasern wie Leder. Da könnt ihr dann solche Portemonnaies zum Beispiel mit beschriften. Man muss natürlich immer mal gucken, dass man sich vielleicht eins mehr bestellt oder vom Material dann irgendwie eine Probe macht, irgendwo, wo man das vielleicht nicht sieht oder sowas, denn da kommt es natürlich dann auch auf die Einstellung an. Jedes Material reagiert natürlich irgendwie anders. Wir können ja das Ganze mal anhand von Kork ausprobieren, das ist natürlich auch eine Geschichte. So, ich habe die Einstellung jetzt einfach mal so gelassen, wie wir das beim Papier hatten, 15.000er Geschwindigkeit bei 100% Leistung und man kann die Intensität natürlich dann dadurch beeinflussen, indem man schneller oder langsamer stellt oder natürlich die Intensität erhöht oder eben verringert. Aber man kann schon sehen, der schreibt da ordentlich was davon. Schaut wirklich mal, wie schnell das Ganze funktioniert. Und jetzt habe ich hier mein Herz dann auch auf Kork gebrannt. Natürlich muss man das Ganze noch ein bisschen mehr zentrieren. Ich habe das jetzt nur mal schnell untergelegt. Dann muss man natürlich gucken, wo möchte ich das Ganze hinhaben. Und so könnt ihr dann auch Untersetzer personalisieren. Ihr könnt dann noch einen Namen drauf schreiben oder sowas. So ist das Ganze dann möglich. Kommen wir mal zum Thema Metall. Metall könnt ihr mit diesem Laser auch lasern. Es gibt solche Metall-Visitenkarten, die sind beschichtet. Die kann man dann belasern, natürlich auch mit Namen und sowas draufschreiben. Könnt ihr da eine Business-Card draus machen oder sowas. So eine Karte kostet ungefähr 10 Cent, also ist nicht wirklich teurer als eine Papierkarte. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Verlinke ich euch auch mal unten. Die könnt ihr dann eben auch mit so etwas belasern. Ja, ich hatte das schon öfters mal gezeigt. Man kann auch Edelstahl mit solchen Laserklassen so, ich sag mal so ab 20 Watt ist das sehr gut möglich, dann auch farbig lasern. Ihr seht hier haben wir, wenn ich das so ein bisschen hin und her bewege, so einen Farbunterschied. Das geschieht dann eben mit verschiedenen Geschwindigkeiten und mit verschiedenen Intervallmustern. Es gibt dann solche Boards, die kann man sich runterladen bzw. erzeugen lassen von Lightburn. Und da könnt ihr das dann einmal auf so einem Material dann lasern. Das dauert ungefähr eine Stunde, bis das hier ausgelasert ist, sage ich euch gleich. Und dann habt ihr hier so eine Art Colorboard, wo ihr verschiedene Farben mit ablesen könnt. Und dann könnt ihr das natürlich in eure Werke dann mit einbringen. Ich habe jetzt hier mal so ein Schmetterling Tribal gelasert. Sieht man jetzt, wenn ich das jetzt so zeige, schlechter als wie das in echt dann aussieht. Also in der Realität sieht das deutlich besser aus. Hier so kann man es glaube ich ganz gut sehen. Und so kann man dann jeden Teil
des Musters, was ihr dann lasern wollt, natürlich andersfarbig gestalten, indem man dann in diesem Colorboard die Farbe abliest, die man haben möchte und dann die Einstellung entsprechend dann bei Lightburn vornimmt. Ich werde euch unten nochmal ein Video zum Thema Color Lasern auf Edelstahl verlinken. Das könnt ihr auf diesen Laser hier natürlich dann auch übertragen und so könnt ihr das dann hier dann auch machen. Ja, was auch immer super bei diesen Laserklassen möglich ist, wir können Steine damit belasern. Ich werde das jetzt hier einmal schon mal starten, damit wir dann gleich ein Ergebnis haben. Ihr seht, wie da die Funken fliegen. Ich werde jetzt hier einmal Test draufschreiben auf den Laser. Bin jetzt bei 1500er Geschwindigkeit bei 100% Leistung. Und ich habe nur Linie gewählt als Laserart, nicht Fill. Und jetzt können wir hier uns das mal angucken. Und ihr seht, der Stein wurde jetzt hier mit Test beschriftet. Darunter habe ich schon mal so einen Weihnachtsmann gemacht. Der ist dann als JPEG draufgekommen. Ich weiß gar nicht, auf der anderen Seite habe ich hier einmal Petersilie geschrieben, in einer anderen Schriftart zum Beispiel, mit einem anderen Laser. Aber wie gesagt, das ist mit diesem Laser hier auch gar kein Problem. Und da müsst ihr dann eben ein Fillmuster nehmen. Und je nachdem, wie langsam ihr darüber bratet, desto mehr sintert dieses Gestein und desto anschaulicher wird das, sage ich jetzt mal. Test ist jetzt auch eine tolle Geschichte, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, einen Grabstein für einen Hamster machen wollt oder sowas, dann kann man das natürlich auch machen. Es ist natürlich auch auf anderen Steinarten möglich, je nachdem, was ihr für Steine verwendet. Das eben war Schiefer, das ist jetzt hier so ein Flussstein oder wie man sagt. Und da sieht das dann so ein bisschen mehr aus, als wenn hier einer mit Kreide drauf gemalt hätte. Es ist aber dann tatsächlich eingraviert. Und wenn wir dann eben ein Füllmuster wählen, sieht das Ganze dann so aus. Also da kann man dann auch ganz tolle Effekte mit erzielen. So, jetzt wollen wir natürlich nochmal demonstrieren, wie mächtig so ein 20 Watt Laser ist. Ich habe jetzt hier 2 cm starkes Holz. Das wird Nadelholz irgendwie sein. Und da werden wir jetzt mal probieren, in 1 durchzuschneiden. Ich habe jetzt geringste Schrittgeschwindigkeit genommen, habe jetzt auf 10 gestellt und 100% Leistung. Und natürlich den Fokus hier auf die geringste Stufe. Das heißt, von diesem Plättchen die kleinste Stufe genommen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Laser hier durchschneidet. So, ihr seht, der Laser schneidet hier ganz hervorragend. Ich hoffe, man kann mich jetzt verstehen, denn ich habe jetzt die Kamera so nah hier am Laser stehen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall durchgeschnitten werden. Gleich wird es wahrscheinlich herunterfallen, weil wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen. Ich stoppe das mal eben. So, und dann schieben wir den mal etwas nach vorne. Und wir werden sehen, wenn das Ganze hier tatsächlich abnehmen. Also eine ganz mächtige Geschichte, was dieser Laser oder was diese Laserklasse, muss man ja sagen, wie gesagt, könnt ihr nicht nur mit diesem Laser, sondern auch mit anderen Lasern, die in dieser Klasse sind, mit einem Schnitt quasi 2 cm starkes Holz durchstoßen. Das ist wirklich enorme Leistung. Ja, das bringt natürlich auch auf andere Ideen. Das heißt, ihr könnt natürlich auch solche bisschen dickeren Sachen dann auslasern, vielleicht nochmal drüber schmirgeln hinterher. Sollte kein Problem sein. Und dann habt ihr für Weihnachten auch ganz tolle Effekte. Also wenn man das jetzt wirklich dann auch noch vielleicht etwas größer macht, 40x40, habt ihr ja hier an Fläche zur Verfügung. Da könnt ihr wirklich richtig kreativ mit werden. Also momentan wirklich, was diese Laser hier zu leisten vermögen, damit kann man wirklich schon einiges anfangen. Also deutlich mehr als mit, sagen wir mal, die Laser, die vor 2-3 Jahren gestartet sind mit 5 Watt oder teilweise mit 1,4 Watt sind die ja losgegangen. Aber heutzutage sind ja Dinge möglich, davon hätten wir vor 2 Jahren noch nicht zu träumen gewagt. Ja, Acryl könnt ihr natürlich damit auch schneiden oder lasern, also gravieren. Das ist alles beides möglich. Ich habe jetzt hier mal so eine Acrylplatte ausgelasert und da könnt ihr dann auch Fensterbilder machen oder Lampen herstellen oder. Das ist natürlich mit diesen Lasern gar kein Problem.
So, jetzt habt ihr genügend an die Hand bekommen, denke ich mal, was ihr erstmal ausprobieren könnt, wenn ihr euch so einen Laser kauft oder genau diesen Laser hier kauft. Ich habe ihn für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Wenn ich noch einen Code vom Hersteller bekomme, findet ihr den auch unten. Dann wird es noch mal ein paar Euro günstiger. Ja, ansonsten habt ihr gesehen, ihr könnt gerne mal reinschreiben, was ihr mit so einem Laser alles daheim schon gemacht habt bzw. machen würdet. Ob dieser Laser auch was für euch wäre, ob ihr den vielleicht auch schon daheim habt oder jetzt Lust darauf bekommen habt, das würde mich auf jeden Fall alles interessieren. Ja, schreibt fleißig in die Kommentare, wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.